Mit Christopher Griebel. Meine Damen und Herren, das war der Kinderchor der Grundschule Heimstetten. Ja, wir sind heute in Heimstetten, wo der erste Weihnachtsmarkt dieses Jahres stattfindet, Herr Humpelmeier, mit einer ganz plausiblen Erklärung, die sogar für mich einleuchtend ist, weil Sie jetzt einfach mehr diese Stadezeit in die Stadezeit hineintragen wollen, wenn ich es richtig verstanden habe, und jetzt in die Hektik des Spätadvents, oder? Ja, genau. Es ist der vorweihnachtliche Katrainmarkt, den wir hier veranstalten. Das ist das Wochenende vor dem ersten Advent. Mhm. Und wir möchten so ein bisschen Einstimmung auf die Adventszeit geben, weil wenn es einmal angefangen hat, dann fahrt jeder Zug, dann hat man eh keine Zeit mehr in der stillen Zeit. Und jetzt hat man noch schön Zeit, weil was nutzt der Adventskranz, wenn man ihn am ersten Advent erst kauft? Der muss ja am ersten Advent schon brennen. Der muss ja praktisch fertig sein. Gell? Und was wäre das hier? Haben Sie Tiere auch da? Weil die Straße, das erinnert mich jetzt sehr an die Landwirtschaft, möchte ich mal sagen. Und ja, da stehen Tiere drin. Das ist unsere lebende Krippe, die haben wir also seit 5, 6 Jahren hier am Markt und das ist eine ganz nette Geschichte. Die örtlichen Vereine stellen sich zur Verfügung, dass hier Maria, Josef, Engel und Hirtenjungen spielen und wir haben auch echte lebende Tiere. Einen echten Esel haben wir sogar drin und 2 Schafe und das, was da drüben sehen, das ist unser Kamelgarage. Wir haben ein Kamel da, das müssen wir bloß ein kleines bisschen extra da, weil ein Kamel hat ziemlich viel Kraft und das müssen wir halt ein bisschen, sag jetzt mal. Ein richtig lebendiges Kamel, ne? Ja, ja. Das haben wir aber das erste Mal da dieses Jahr. Die Heiligen Drei Kinder sind hochgeboren, sie kommen daher mit Stiefeln und Sporen. Sie reiten vor das Königs Herodes Haus, der König schaut gerade beim Fenster hinaus. Also, aber das ist jetzt das, was wir zum Kamel einführen. Dritte Klasse haben sie lernen müssen. Ja, ja, ja. Ja, und das ist jetzt dann praktisch am Samstag und am Sonntag im Markt? Heute fängt er an um 16 Uhr und Samstag, also Freitag fängt er an, Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 19 Uhr. Ja. Dann bauen sie das alles wieder ab. Ja. Das ist ja dramatisch. Da steigt in mir fast ein bisschen Rührung hoch. Ja. Wissen, was ich meine? Also dieser Aufwand, den Sie hier treiben und dann ist das plus 2 Tage? 3, ja. Ja, aber es ist sehr viel los, wenn das Wetter gut ist und ich habe gerade reingeschaut, der Wettergott kann ein Erbarmen haben mit uns, jetzt regnet es noch, aber lieber regnet es, wenn ich aufbaue und dann ist gut. Schaut gut aus. Doch, das rentiert sich aber schon, weil es wirklich viel los ist. Jetzt gehen wir mal ein bisschen rum. Da hinten sicher, also so die typischen Jahrmarktgeschichten, Bekleidung, Weihnachtsgeschenke. Gastronomie haben Sie wieder da, oder? Ja, Essen und Trinken haben wir viel da natürlich. Unsere Holzofen, die netten Döner, Bratwürstel natürlich, Glühwein und Weihnachtsdöner. Da gibt es eine Tombola, oder? Was ist das? Kreativmarkt. Also, ja, eigentlich haben wir alles da, was man so braucht, dass fürs leibliche Wohl auch gesorgt ist. Wie viele Stände haben Sie denn hier? Gut 40 Stände haben wir da. Und wo haben Sie die Stände? Also wenn ich zum Beispiel jetzt dahinter schaue, wo die Schafe stehen, wer ist denn echt der Veranstalter genau jetzt? Das bin ich. Sie? Ja. Der Humpelmeier. Ja. Humpelmeier das, macht den Heimstetten Weihnachtsmarkt. Die Centerverwaltung vom Räterzentrum, sag ich jetzt mal. Und was sind das da hinten für neckische Schafe? Sie sehen, wie es mich hinzieht. Also das ist unser Kindervorweihnachtsmarktbereich, sage ich jetzt mal. Mhm. Den haben wir jetzt seit 7, 8, 9 Jahren. Das ist eine ganz tolle Geschichte und einmalig eigentlich im weiten Umkreis.
Kinderbuden auf Kinderaugenhöhe, ein Kinderbratwurststand mit kleinen Portionen, ein Kinderkaufhaus, wo man also kleine... Deshalb auch da unten diese Konsolen, damit das Kind also gemütlich da stehen kann und immer mit der Nase an die, genau, an den Teller stehen. Ja, dass er gut rühren und schauen kann. Das finde ich sehr gescheit. Und hier ein Kinderkaufhaus, da gibt es so ganz kleine Artikel, wo man fürs Taschengeld kriegt. Ja. Und das ist unsere Märchenhütte. Das ist die Frau Buttner, die macht es übrigens. Hallo Frau Buttner, Sie sind so rot. Ich grüße Sie. Ja, ganz absichtlich. Ja, ja. Damit wir sie nicht über sich, gell? Genau, so ist es. Es ist meine Standardkleidung jedes Jahr rot. Ja, passt ja kurz zum Advent. Passt gut. Und was gibt es jetzt bei einer alles für Kinder? Also, was gibt es für Kinder? Es ist für Kinder gemacht. Es gibt die Bratwursttüte auf Kinderhöhe, das heißt auch ganz kleine Semmeln mit zwei Nürnberger Bratwürste reingesteckt. Schaut eigentlich eher aus wie ein Häschen. Mhm. Nicht so passend zum Nikolaus und zum Advent, aber es soll halt auch nicht runterfallen und dass die Mama die andere Hälfte nicht essen muss. Dann haben wir das Kinderkaufhaus, da würde es sich bestimmt am Blick rein lohnen von ihrer Seite. Das sind ganz, ganz niedliche Sachen, es ist alles beheizt. Also, das ist ja, weißt du, machen wir mal die Tür auf. Ja, das ist natürlich mit der Kamera schwierig, ja, weil wir jetzt keine Kinderkamera, sondern eine für Erwachsene dabei. Ach, das ist ein Kinderkaufhaus, das ist ja nett. Und da drüben ist es praktisch eine Weihnachtsbäckerei, es ist eine Backstube, was ist das? Am besten, Sie gehen mal mit, schauen rein. Schauen wir mal in die Weihnachtsbäckerei hinein. Wir sind natürlich noch in den Vorbereitungen. Gell? Hier wird nicht selber gebacken. Wir haben Gott sei Dank ganz edle Spender. Es werden verziert Amerikaner, Plätzchen, Lebkuchen mit Zuckerguss. Die Kinder verzieren die in einem so hohen Berg, also Smarties bis zur Decke. Das ist natürlich das Lieblingsbeschäftigung. Das klingt so, als ob sie von den Heimstätten der Zahnärzten gesponsert werden würden. Da werden wir jetzt nicht drüber reden. Aber da reden wir nicht drüber. Was auch interessant ist, ist das Heisel da drüben. Nächste Geschichte. Weihnachten, Märchenhütte. Ja, da kommt die Märchenfee. Aha. Mit dem rosanen Umhang und mit dem Glöckchen. Und da oben kann man einstellen, wann sie den Geschichten liest. Aha. Und die Stühlchen stehen schon bereit. für die Allerkleinsten, also, dass vorne nicht runterrutschen. Mit Goldsternen. Auch mit Heizung. Sie machen sich eine Mühe, das ist unglaublich. Und wie viele Kinder kommen dann zu ihrem Fest? Wie viele kommen, Herr Hummelmeier? Ganz viele. Alle Heimstädter Kinder, oder? Nein, mit Bussen von Wasserburg, von München, von Nürnberg kommen die Kinder ins Fest. Ja. Ja, so viel auch nicht, aber ein paar, sagen wir mal. Nein, die kommen schon von weit her, die Leute. Ja. Wir haben wirklich schon so Gäste, das ist eine Mundwerbung. Ja. Es ist wirklich eine Mundwerbung. Ich bin auch ganz fasziniert, wenn ich jetzt da rumstehe und schaue, was bei euch. Ja. Und wenn Sie jetzt sagen, Enkelkinder, oft ist eine Oma in Kirchheim, dann kommen die natürlich schon von weiter her gefahren und besuchen dann den Christkindlmarkt, den Kinderbereich. Also wir sind halt hier diese für die Kinder zuständig. Und jedes Jahr denke ich, ich mache es nicht mehr. Und jedes dann überredet er mich. Und dann der Humpelmeier ist schon Hund, gell? Die leuchtenden Kinderaugen. Ich meine, das ist gut, Damen und Herren, wir machen jetzt Folgendes. Wir machen jetzt eine kleine Pause und dann hören wir uns nochmal den Kinderchor hier von der Grundschule an. Die haben auch noch ein Lied, glaube ich, vorbereitet, was heute nicht zum Wetter passt, aber das macht nichts. Kleine Pause und dann geht's weiter. Wobei natürlich mit den Schneeflöckchen über Heimstätten ist ja auch nicht so die Regel ist, oder? Ist es mehr so der Wunsch der Vater des Liedes? Wir hoffen ja auf Schnee. Deswegen locken wir halt die Schneeflöckchen zu uns. Wo haben sie die ganzen Kinder her? Sind die alle aus einer Klasse oder ist es der Schulklasse? Das sind die zwei dritten Klassen. Die zwei 3a und die 3b aus der Silbergrundschule. Ja, da sind große, Sänger, große Talente dabei. Ja, ja. Ja, normal. Also er mit der roten Mütze ist ein besonders großes Talent. Ja. Hast du Wie heißt du mit der roten Mütze? Christopher. Du bist der Christopher, geh mal her. Dass man mit zwei Christopher nebeneinander sieht. Du hast ein Zuhörer, ist auch Christopher, weißt du? Ich bin der Christopher Griebel und wer bist du? Christopher Lang, er ist Christopher Griebel. Und er ist ein Bayern-Fan und ich bin ein Blauer. Komm, geben wir uns die Hand. Aber was ich toll finde, ist, was ich ganz toll finde, ich finde, dass Heimstädter Kinder sehr verlässlich sind. Weil ich hatte eigentlich gedacht, wenn sie jetzt ein bisschen rennt, wissen sie,
Es gibt ja viele Eltern, die haben so Angst, dass ihre Kinder wasserlöslich sein können. Nein, wir gehen auch in der Pause raus, wenn es regnet. Wir sind ja ordentlich angezogen mit Regenkleidung. Es ist ganz wichtig, dass die Kinder frische Luft haben und Bewegung. Und wir haben ordentlich uns ausgetobt beim Weg hierher. Was machst du jetzt auf dem Weihnachtsmarkt? Hä? Ich weiß nicht. Einfach mal rumschauen, ob du irgendwas für das Christkindl finden kannst. Inspirationen holen, Anregungen, oder? Ja. Okay. Finde ich toll. Okay, Damen und Herren, jetzt haben Sie mal so ein bisschen einen Eindruck bekommen vom allerersten Weihnachtsmarkt im Land und von den Kindern aus der Grundschule in Heimstetten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche einen schönen Abend, bis zum nächsten Mal. Servus und Dankeschön, gell?